Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 und naja, mir ist ein Missgeschick passiert, deswegen ist auch schon der gespiegelte Modus freigeschaltet. Ich habe den Blitzcup gemacht, habe die Tonaufnahme gestartet, aber nicht von der Elgato den Aufnahmemodus. Tja, deswegen werden wir hier im 150er nochmal schön diesen Cup fahren, wieder mit Rosa Gold Peach in der gewohnten Kombination. Wir haben noch ein Teil freigeschaltet und zwar den Slick Reifen. Ja, macht ein ordentliches Tempo. Da kann man schon mal nicht meckern. Ja, von der Haftung her ist der ganz schlecht. Ich werde aber wieder mal meine gewohnte Kombination fahren. Und nochmal den Blitzcup, wo ich im letzten Part auch einen Stern bekommen habe, weil ich beim Vulkangrollen, naja, einfach nur den dritten Platz belegt habe. Aber da habe ich auch eine der fiesesten Kombos erlebt. Ich wurde getroffen von einer Red Shell, dann von einer Green Shell. Dann wurde ich beim Flug nochmal von einer Shell getroffen. Bin in die Lava gefallen, musste wieder hochgeholt werden. Tja, und das war's dann. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal vom DS-Ableger das Tic-Tac-Trauma an. Erinnert so ein bisschen an Super Mario 64. Da gab's ja auch einen Level, der so hieß. War einer der letzten Level. Und für manche war das wirklich schon ein Trauma. Oder damals, das war schon ziemlich traumhaft und diesmal schaffe ich aber auch einen Blitzstart. Nicht wie vorhin, wo ich da keinen Blitzstart geschafft habe. Aber na gut, sei es drum. So, jetzt nehmen wir uns erstmal ein Item, eine Banane, sehr schön. Ja, jetzt aber nicht dem in die Banane reinfahren, aber bitte auch nicht gegen das Pendel fahren. Was eigentlich sehr schön ist im Detail, ist, dass es halt das Symbol des Blitzcups hat. Das ist auch schon mal schön, oder? Damit weiß man sofort, okay, man ist im Blitzcup und ja, relativ weit geflogen. Relativ gut hinbekommen. Hier habe ich leider jetzt keinen Stunt hinbekommen. Schade. Aber gut, da kann man jetzt nun mal auch nichts machen. So, hier machen wir erstmal einen Stunt. Kriegt man die Kurve ganz normal? Ja, natürlich kriegt man die ganz normal. Und wow, Glück im Unglück gehabt. Ja, obwohl, wieso Glück im Unglück? Also jetzt wird uns erstmal die Red Shell nicht treffen. Wovon auch die immer abgehalten wurde. Keine Ahnung. Aber die Strecke, die macht Spaß. Also die ist jetzt nicht so herausragend besonders, aber besonders. Warum spreche ich da ein T hinten dran? Ist wie bei manchen, die anders sagen. Auch falsch, aber egal. Na gut, wir wollen ja jetzt hier uns nicht um die Grammatik kümmern. So, machen wir das so und dann fahren wir hier rüber. Ah, man muss wirklich im letzten Moment da erst die Springtaste drücken oder emporhopsen, dann geht das schon. So, jetzt kann man hier wunderbar eine Linie fahren, indem man diesen Sprung macht über diesen Zeiger und dann hier noch die Abkürzung. Naja, nicht Abkürzung nimmt, aber das Zahnrad. Das finde ich halt witzig, dass sich aber die Strecke im Verlauf dessen auch verändert. Ne? Das haben sie schon cool gemacht. Also das muss man denen schon lassen. Auch wenn es jetzt nicht die ultra spektakulärste Strecke ist, aber sie funktioniert halt ganz gut. Und das ist ja auch schon mal völlig ausreichend. Ich meine, man kann ja nicht jede Strecke jetzt zu einem Bombenspektakel machen. Das geht ja nun auch nicht. So, werde ich mich hier niederlassen? Ja, niederlassen, genau. Ich habe einen... Oh. Ernsthaft? Jetzt hätte ich mich bald noch von meiner eigenen Green Shell treffen lassen. Leute. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ey, wenn ich das Rennen jetzt noch verliere... Oh, jetzt stehen die sogar nicht mehr still hier. Coole Sache. So, da habe ich jetzt aber noch den Turbo genommen. Also hier ein paar Tricks gemacht. Und es ging doch noch gut. Puh. Ein Glück. Aber das ist es halt, ne? Bist Erster, kriegst du Blue Shell ab und dann noch einen Blitz. Ja, so schnell kann es passieren. Aber egal. Jetzt läuft wenigstens auch die Aufnahme der Elgato. Das ist wenigstens schon mal ein Fortschritt. Ja, es passiert halt, wenn man den Aufnahmeknopf da nicht drückt. Ja, Aufnahme fails at its best. Oh. Der Cup, der hat mich einfach nicht lieb. So, und da sind wir schon bei der Röhrenraserei, die es vom 3DS-Ableger gab. Und ja, das Wii U Gamepad steckt jetzt halt so schön im, ja, hier beim Ladegerät dran. So wollte ich sagen, am Ladekabel, so. Mensch, 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 ist das so schwer, diesen Satz auszusprechen? Ich glaube schon. Also zumindest war es das für mich gerade. Achso, hier kann man keine Stunts machen, schade. Oh, vorhin hatte ich hier wirklich ein ganz, ganz knappes Rennen. Ja, da kann ich mich halt nicht wehren, wenn ich halt keine Items abbekomme, ne? Dann kann ich mich dagegen leider nicht wehren.
Aber noch ist ja nichts verloren. So, komm, nimm. Nimm. Mach doch mal ein Turbo. Danke. Oh Gott, also hier mit dieser Pflanze diese Kurve zu kriegen, das ist schon ein Albtraum. Aber na gut, kann man halt nichts machen. Ist immer so. Muss man mit klarkommen. Ich hätte es ja auch anders einsetzen können. Gut. Ja, natürlich bin ich genau in der Bahn der Blue Shell. Ich weiß nicht, wie das immer funktioniert, aber es ist halt immer irgendwie so. Und hier muss man aufpassen, denn hier kann man auch runterfallen, wenn man zu tief fliegt. Komm, schnell die Kurve noch nehmen. Ganz gut. Naja, gut ist anders. Also nicht so, wie ich es gerade gemacht habe. Und ich weiß nicht, warum ich hier immer die Items verpasse. Das ist unglaublich, wie ich die hier immer wieder verpasse. Aber egal. Damit muss man jetzt auch klarkommen. So, dann sliden wir einfach mal hier drüber. Und jetzt fahre ich mal hier oben lang. So, zack. Jetzt hier rein driften. Ja, den Sprung können wir mitnehmen. Jetzt war ich ja in einer guten Position. Denn das sollte man nicht immer machen. Also man kann da zwar drüber fahren, aber nicht immer mit einem Stunt. Denn das kann ungeahnte Rausflugfolgen haben. Sagen wir es mal so rum. So, dann kann man nämlich auch hier hoch. Kann sich eine kleine Alternativroute angucken. Und warum habe ich die Green Shell jetzt abgeschossen? Ich weiß es auch nicht. Also das werde ich mir selbst in 5 Jahren nicht erklären können, warum ich das gemacht habe. Und das wird selbst der renommierteste Diplompsychologe nicht erklären können. Also von daher streichen wir das ganz einfach. Gut, wir sind in der letzten Runde. Ich habe eine deutlich bessere Ausgangslage als vorhin. Denn vorhin war ich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem 4. Platz. Och, natürlich. Warte mal, hier schnappen wir uns aber noch ein Item, wenn schon, denn schon. Ja, wenigstens eine Banane zum Verteidigen. Oh, 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 das war knapp. Also, da stockte mir wirklich ganz kurz der Atem. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Cups die Blue Shell irgendwie doch häufiger zum Einsatz kommt. Also, weiß ich nicht, ist der Faktor dafür jetzt erhöht? Ich weiß es ganz einfach nicht. Hier muss ich außen lang fahren. So, jetzt bitte noch ein Verteidigungs-Item. Ich habe gesagt, ein Verteidigungs-Item. War doch nicht so ein Blödsinn. Ja, komm, hupen wir uns ins Ziel hinein. Weg da, weg da, weg da. Ihr wollt ja nicht überfahren werden. Viel Vorsprung hatte ich nicht, aber egal. Ich habe es gewonnen. Und das ist das, was am Ende auch noch zählt. Und wer weiß, vielleicht gelingt mir ja jetzt der Cup auch besser. Man weiß es nicht. Aber meine Angststrecke kommt jetzt. Die kommt jetzt erst. Also auf ins nächste Rennen. Und zwar, ne? Also, wenn das Laden mal schneller ginge. Und zwar das Vulkangrollen. Ich hab's jetzt einfach mal gesagt. Oder wollen wir jetzt immer den richtigen Namen? Doch, Vulkangrollen von der Wii U-Fassung. Quatsch, von der Wii-Fassung. Also von Mario Kart Wii, besser gesagt. Tja, das wird spannend. Das wird wirklich spannend. Also, auf ins Rennen. Blitzstart hinbekommen. Das ist schon mal ganz gut, dass der geklappt hat. Okay, dann wollen wir mal. So, hier in die erste Kurve mal reindriften. Warum habe ich denn jetzt das abgelegt? Ich wette, der trifft mich jetzt mit der Green Shell. Nein, hat er zum Glück nicht. Das ist schon mal sehr gut. Okay, dann wollen wir hier langfahren. Ich fahre irgendwie lieber oben lang. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich mag diesen Abschnitt lieber. So, und jetzt versuchen, das hinzubekommen. Genau, dass wir hier diese Flugroute nehmen können. Dann kann ich nämlich hier rauf ihren Stunt machen. So, dann nehmen wir hier einfach ein Item, was ich aber erstmal nicht brauche. Okay, hier ist es in der ersten Runde noch nicht so wild. Die kennt man aus Super Mario Bros. 3. Diese eher umherspringenden Feuerteile. Aber wo sind die sonst nochmal aufgetaucht? Ich weiß es gerade gar nicht. Sind die überhaupt nochmal in einem anderen Mario-Spiel aufgetaucht? Ich weiß es halt nicht. Und eigentlich sehe ich gerade auch, wenn ich hier drifte, eigentlich würde ich die Mitte treffen. Deswegen, ja, das wäre jetzt gefährlich geworden. Aber das muss ich mir halt für die nächste Runde merken. Und diese Strecke wird halt von Runde zu Runde schwerer. Das ist halt die besondere Eigenschaft dieser Strecke. Also jede Strecke hat so, sage ich mal, ihre Eigenheiten. Und bisher sieht das noch ganz gut aus, aber man sollte es nicht zu laut sagen. Denn, ja, kaum hat man das gesagt, da kann es nämlich schon passieren, dass einem die Blue Shell erwartet. Ah, schön, aber wie die da halt aus den Röhren rauskommen, haben die schon genial gemacht. Und jetzt probiere ich mal was aus. Kann man hier, naja gut, ich glaube, da kam ich nicht zu schnell nach unten. Ja, und jetzt, wie gesagt, ist das hier alles aufgelöst, sage ich mal. Oh Gott, ja. Ja, da geht man einmal vom Gas runter und schon holt einen der Gegner ein. Das kann dann nicht wahr sein. Das ist die ganze Arbeit.
Ja, das war die ganze Arbeit. Die war 0, nix futsch. Aber lieber geht man da mal von Gas runter, als dass man da halt, ja, runterfällt. Und da hätte man noch mehr Zeit verloren. Aber wenn ich jetzt ansonsten nichts falsch mache, sollte das hier eigentlich noch gehen. Wow, das war jetzt eine sehr spezielle Linie. Und das war nochmal sehr knapp. Das kann man auch dazu sagen. Und dann drifte ich jetzt hoffentlich in den Sieg hinein. Wenn ich jetzt das hier mitnehme, kann man das jetzt... Ja, das geht sogar. Doch, das geht. Wunderbar. Ihr habt gesehen, was ich ausprobieren wollte, was auch geglückt ist. Man kann schnell, also wenn man den Stick nach oben bewegt, kommt man ja schneller nach unten. Und dann kann man diese kleine Rampe auch nochmal nutzen und fliegt dadurch noch ein bisschen länger und nimmt einen zusätzlichen Boost mit. Also so fürs Zeitfahren kann man da natürlich auch schon alles optimieren. Wobei ich jetzt nicht weiß, da wird es bestimmt eine Kombination geben, womit man ja am schnellsten ist und sowas. Aber jetzt gucken wir uns erstmal im Blitzcup den Regenbogen-Boulevard an, welcher ursprünglich auf dem Nintendo 64 sein Debüt hatte, also dieser Regenbogen-Boulevard. Und es gibt ja wirklich in jedem Mario Kart sowas wie eine Rainbow Road. Das ist dann sozusagen immer die Strecke, die es am meisten in sich hat, sagen wir es mal so. Also die Rainbow Roads, die sind nie wirklich harmlos. Das muss man ja auch schon mal sagen. Und jetzt bitte mal kein Item verpassen. Sehr schön. So, jetzt haben wir erstmal eine Green Shell. Und die Kurve, die mag ich irgendwie, weil man die, ja, sagen wir mal, besonders lang, wenn man sie nicht zu scharf angeht, durchdriften kann. Was schon mal sehr cool ist. So, und jetzt muss man halt aufpassen. Man hat jetzt halt hier diese Kettenrunde. Die funktioniert im N64-Ableger auch ganz anders. Die kamen da einem nämlich entgegen. Und ihr seht, das ist halt eine zwar rundenbasierte Strecke, aber das ist eine Strecke mit Abschnitten. So kann man es bezeichnen. Also eine große Runde, die ist untergliedert in 3 Abschnitte. Und ja, so sieht es dann halt aus. Also, wie gesagt, Mario Kart und die, ja, also die nicht sozialen Kombinationen, die daraus resultieren. Und schön, dass ich halt Erster war mit dem Blitz, ne? Also als ich den Blitz abbekam, da kann nämlich der Zweitplatzierte schön aufholen. Und ich habe eine Münze, Leute. Ist das euer Ernst? Das kann ja nicht euer Ernst sein. Ja, Wario, hau ab. Hau einfach ab. Mit dir will ich nichts zu tun haben. So, jetzt brauche ich nur ein richtiges Verteidigungs-Item, habe ich gesagt. Und was bekomme ich? Eine Münze, die ich eh nicht gebrauchen kann. Also jetzt ist es halt vom Glück abhängig. Kommt jetzt hier noch ein böses Item? Ja. Ich habe da keine Chance. Was soll ich dagegen machen, Leute? Was soll ich dagegen machen? Da kannst du nichts gegen machen. Das ist dann halt wirklich der Betrug. Und das kann ich nicht mal mehr aufholen. Und warum hat es das Stuntmachen nicht geklappt? Tja, es lief. Ich habe keinen Fehler gemacht, Leute. Ach ja, dieser Part, der ist verflucht. Da gibt man sich, wie gesagt, Mühe. Aber was schafft man am Ende? Nichts. Weil man so blöde Kombination hatte, man konnte ja nichts machen. Man konnte echt nichts machen. Ja, das ist halt der Fluch und Segen von Mario Kart. Du kannst halt durch minderen Skills noch durch Glück ausgleichen. Aber wenn du halt hier skillig fährst und dann so ein Pech hast, Blue Shell und Blitz, das ist wie gesagt eine Kombination, die aber verdächtig oft vorkommt. Und das, ja, was will man dazu sagen? Was will man dazu sagen? Außer, dass wir jetzt nur einen Stern bekommen werden, was ich halt sehr schade finde, denn das wird meinen Anstrengungen ansonsten nicht gerecht. Tja, kann man halt nichts machen. Wieder nur einen Stern, weil es mir versaut wurde durch den Unglücksfaktor, sagen wir es mal. Aber gut, da kann man halt nichts machen. Das gehört nun mal dazu zu Mario Kart. Und die Credits, die brauchen wir uns nicht angucken, da wir uns die vorher schon angeguckt haben. Und ich hoffe auf jeden Fall, dieser Part hat euch soweit gefallen. Fürs Unterstützen danke ich euch einer. Deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Mario Kart 8 oder in den nächsten Parts, wo wir uns die beiden DLC-Cups angucken werden, sieht man sich.